Hallöchen und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Heute bewegen wir uns mal in dieses andere abgesteckte Areal da nach rechts hinten. Da müssen wir zwar nicht hin, aber ich hoffe, da können wir die optionalen Dinge noch so ein bisschen erledigen. Und die anderen Sicherungskästen oder Verteilerdosen oder was das war, die müssen wir auch noch. Ah, hier ist nochmal Munition, dürfen aber... Ach nee, hatten wir doch nicht mehr voll. Echt? Lara! Nein, mit Pfeil und Bogen. So, Moment mal. War das? Achso, es ging hier oben und unten lang. Stimmt. Warum? Warum werden die Flaggen eigentlich so markiert? Da oben die auch schon. Kann ich mit denen noch was anderes anfangen? Nee, ne? Kommunikationsausfall ist ja die... Ach so, das hier unten gehört auch dazu. 7 Poster verbrannt, 3 von 5 Höhlen erforscht, Sowjetflaggen abgeschnitten. Ah, okay. Ich dachte bloß, dass hier oben zählt. Aha. Okay, Laptops, Flaggen, Poster und was war's noch? Laptops, Poster? Ah ja, die Höhlen. Hatten wir ja schon 3. Ach krass. Okay, dann müssen wir da auch nochmal hin. Aha. Kommt ja doch immer mal noch ein bisschen was dazu, ne? So, es geht langsam los. Musik kommt schon. Da geht's auch noch. Steht da drüben jemand? Ach nee, da steht keiner. Da hinten. Okay, guck mal, da kann man auch wieder hoch. Das ist ja drüben dann. Aha. Ich werde aber wahrscheinlich. Hält sie sich hier fest? Ja. Gar nicht. Zumindest kann ich noch nicht darüber, oder? Würde ich denn wieder zurückkommen? Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Uns fehlt ja auch noch irgendwas, damit wir hier alles benutzen können. Wir gehen erstmal da hinten rein. Poster verbrennen. Okay. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Da ist so eine Flagge. Kupferwerkhof ist das. Okay. Was haben wir denn da? Ein paar Ressourcen. Wunderbar. Eine Gießkanne. Die brauchen wir nicht. Kein Messer? Verdammt. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Können wir bei ihm was machen? Nee, ne? Da komme ich wohl auch noch nicht durch. Das bekomme ich noch nicht runter. Seilpfeile, genau. Und die brauchen wir auch für da drüben. Okay, also können wir da noch gar nicht rein und da weitermachen. Müssen wir doch die anderen, erstmal die Funktürme noch erledigen. Da waren wir aber schon drin. Wobei, Herausforderungen geschafft, null. Gräber abgeschlossen, auch null? Hä? Waren wir da nicht schon drin?
habe ja gedacht, hier hinten wären noch mehr von den Gegnern, aber da waren erstmal gar keine. Hier mittendrin liefen ja mal irgendwie zwei, drei noch rum. Ah, okay. Das bekomme ich noch nicht. Da brauchen wir die Seilpfeile. Okay, die bekommen wir dann vielleicht da oben. Oder nach der Aufgabe mit den. Mit den Funktürmen. Oh, Hallöchen. Voll. Da geht's überall weiter. Guck mal an. So, da oben ist direkt noch so ein Turm. Wie komme ich denn am besten darüber? Von hier nicht, oder? Kommt die hier hoch? Nee. Von der anderen Seite. Ah, das ist zu weit und zu hoch. So, wir gehen erstmal hier hoch. Ich will mich mal noch ein bisschen umsehen. Ah, eine Feder. Da ist noch einer. Aber auf den dort müssen wir halt auch irgendwie hochkommen. Huch! Die sollte zwischendrin eigentlich auf dem Ast landen. Na gut, das hat ja schon mal nicht funktioniert. Das ist noch voll. Schon. Da gehen wir halt erstmal hier drüben hin und nehmen uns den kleinen Funkturm vor. So, 2 von 5. Da ist wohl noch eine Höhle. Hast du das jetzt mitgenommen? Nee. Jetzt. Ah, geil. Vielleicht nochmal ein Bogenteil. Halbautomatische Pistole, 3 von 4. Okay. Tja. Hier ist wieder so eine Flagge, aber... Fehlt uns immer noch das Teil, ne? Da drüben ist auch noch was drin. Oh Gott. Aber gut, dass das klappt. Eifriger Lerner. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Sah ganz cool aus. Fehlende Ausrüstung. Okay. Ja, die kriegen wir schon noch irgendwo her. Ich mache mir da jetzt erstmal keinen Kopf. Da hinten war noch die Höhle. Fehlende Ausrüstung. Oh, komm. Okay. Ich dachte tatsächlich, wir haben hier erstmal mehr Freiheit, was wir hier machen möchten.
Aber na gut, dort hoch komme ich meiner Meinung nach gerade noch nicht so sehr. Wir müssen wahrscheinlich erstmal wirklich ein bisschen die Hauptquest noch machen. Man kann ja immer wieder zurück, das ist ja das Gute an den Lagerfeuern. Finde ich gut, dass man da wieder hin und her reisen kann, um dann später halt nochmal Sachen zu erledigen. Na nun, sie wollte nicht springen. Die sollte eigentlich da hoch. Aber ich glaube, von da nach da schafft sie es gar nicht. So, wir müssen da hoch und darüber. Ach, guck mal. Optionales Herausforderungsgrab gefunden. Okay, na dann. Pilz. Voll. Okay, Giftpfeile sind auch noch voll. 4 von 5 Höhlen entdeckt. In die 5. kamen wir noch nicht rein. Und da kommen wir auch noch nicht weiter. Oh, ich fasse es nicht. Ach, komm schon. Das bekomme ich noch nicht runter. Dann halt eben nicht. Okay, das wird hier drüben angezeigt, statt hier. Okay, gut zu wissen, das müssen wir auch noch machen. Erkletterbare Eiswände. Genau, die da drüben. Aber hier komme ich wohl nicht rüber. Nö. Geil, noch ein Lagerfeuer. Oh, die sind aber gar nicht so rar gesät, wie ich dachte. Ich dachte nämlich bloß ganz am Anfang da, das eine wäre ein Lagerfeuer, dass es hier nicht noch mehr gibt, aber... Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue und für wen. Ich will ja die Waffe nicht so sehr upgraden, weil ich mir das Zeug lieber für den Bogen aufhebe und ich dann lieber mit dem Bogen was mache. So, Kommunikationsausfall 3 von 5. Okay, wir müssen auch hier erstmal lang. Wir kommen wahrscheinlich später da nochmal zurück. Geronimo! Halt! Was gibt's da unten? Halte ich mal fest. Wobei, das schafft ihr auch so nochmal bis da hoch. Huch. Das sind bloß Pilze. Okay. Fein. Gut gemacht, Lerber. Auch wieder so ein Ding mit dem... na okay, das finde ich ganz cool. Wenn wir das dann vielleicht hier bald bekommen. Da geht's hoch. Da geht's noch rüber. Wir müssen so oder so da hinten hin. Ich gehe erstmal hier hoch. Vielleicht ist ja da optional noch was. Na gut, können wir einmal mitnehmen. Ah. Immer noch keine Gegner, okay. Ich hätte schon längst mit mehr Gegnern wieder gerechnet. Was haben wir denn da? Also ein bisschen gebückt läuft sie schon wieder. Wir brauchen unbedingt das Messer. Ich hoffe, das bekommen wir, wenn wir hier zurückgehen. Und vor allem die Poster. Ich habe bis heute noch keinen Poster hier gesehen. Auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin, weil ich da diese kleine optionale Herausforderung noch nicht kannte. Okay. Da hinten kann ich nochmal so einen kleinen Monolithen übersetzen. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten.
Wow. Ich werd bekloppt. Was für ein Hinweis. So, nimm doch mal ein paar Federn mit. Na komm. Neues Basislager entdeckt. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Da hinten sind zwei. Du? Ha, so ein Zufall. Wusste ich nicht. Ah, bald wieder ein neues Level. Ich schaue mich nur mal um. Okay, hier sehe ich gar nichts. Sind zwei und da oben steht einer. Die schauen auch noch beide in unsere Richtung. Tja. Ich habe jetzt nichts zum Werfen dabei. Das Ding ist, wenn ich da hinten jemanden von den beiden erledige, kriegen das die anderen beiden, sprich der da oben und der zweite, der da hinten noch am Feuer steht, mit. Wenn ich den da oben auf dem Balkon erledige als erstes, könnte sein, dass die anderen beiden das nicht raffen. Ich habe keine Ahnung. Nein, Lara. Oder ich nehme für die da hinten dann mal so einen Giftpfeil. Oh, krass. Der war nicht schlecht. Also, da muss ich mal sagen, das war wirklich ganz gut gemacht. So, bau dir mal noch direkt so einen zweiten Giftpfeil zusammen. Okay, da hat es den zweiten auch direkt niedergerafft. Ach ja, noch ein Lagerfeuer für uns. Oh, das wäre super. Nehmen wir gleich an, wir gehen erstmal hier hoch. Dafür die Tür brauche ich doch wieder ein Dietrich. Propaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ah, ne. Die können wir so aufwuchten. Und komm schon, Lara. Vorratschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie Viereck gedrückt. Okay. Gut. Hier können wir Sachen kaufen. Hör zu. Ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Ah, okay, das kann man hier so direkt kaufen. Was ist das hier? Fertigungswerkzeug. Was? 175 Münzen. Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Okay, cool. Was ist das hier? Gewehr-Laser-Zielfernrohr? Nö, ich will eigentlich immer mit dem Bogen arbeiten. Granaten-Dingens. Steigklemmantrieb. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zu aktivieren Viereck gedrückt. Das heißt, ich kann damit auch nach oben düsen und nicht nur nach unten. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schalldämpfer, Pistolen, Schalldämpfer. Okay. Aha. Schrotflinte, Militärgewehr möchte ich gar nicht. Kann ich so mit ihm nochmal reden? Das finde ich nicht schlecht hier. Diesen Steigklemmantrieb. Schmeißt immer die 30 Münzen in. Neue Ausrüstung erhalten. Ja, genau. Geil. Oh, super. Das finde ich nicht schlecht. Das gefällt mir. So, hier hinten gibt es doch bestimmt auch noch mal was. Ach ja, hier geht's hoch.
Lalala. Da müssen wir dann darüber. Okay. Da ich mich unten noch nicht ganz umgeschaut habe, mache ich das mal noch. Ach, guck mal, das hatte ich ja total übersehen. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Jo, da hat er recht. Da geht's nämlich auch nochmal hoch. Aber wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.